Hallihallo und herzlich willkommen im DFB-Pokalfinale im Olympiastadion in Berlin. Schon wieder Berlin. Der ist hier sagen müssen. Noch fahren wir nach Berlin. Jetzt sagen müssen Berlin. Berlin. Achso. Da habe ich aus Versehen vergessen. Weiß ich. In unseren Testaufnahmen habe ich das immer gesagt, aber hat schon schon nicht mehr. Im Skript stand das, du meinst, natürlich. Ja. Im Skript steht ja übrigens auch, wer dann hier Tore schießt. Richtig. Das haben wir vorher schon gesagt. Und wann Latte geschossen werden, wie viel Meter. Ist richtig, wenn einmal das Skript nicht hinhaut, wird nämlich die Aufnahme beendet und nochmal neu gestartet. Was ist da los? Man fällt den Spieler um. So, auf jeden Fall DFB-Pokalfinale. Wer hätte es gedacht, dass Dortmund im Finale steht? Das stimmt. Niemand. Wer hätte gedacht, dass Arminia Bielefeld bis ins Halbfinale kommt? Niemand. Herr Klopp will noch einmal was gewinnen. Sein allerletztes Spiel, genauso wie von Kehl. Beide hören danach. Also Klopp hört nicht auf, aber Kehl hört auf und Klopp geht auch weg von Dortmund. Kehl ist ja auch schon 40. Das stimmt. Ich habe extra eingewechselt im letzten Spiel nochmal. Ich kann wetten, bei Klopp doch den. Obwohl Klopp ist wenigstens nett. Er ist ein netter Trainer. Sagt, komm, hol dann mal rein. Und wir verlieren doch nicht mehr. Wir haben eigentlich gedacht, wir fallen Vorrunde gegen Dresden los. War aber nicht so. Alter! Nein, in der Vorrunde ist ja nämlich Schalke gegen Dresden. Das stimmt. Schalke fliegt raus gegen Dresden. Und letztes Jahr ist Wolfsburg gegen Leipzig rausgeflogen, gell, als Leipzig dritte Liga war. Naja, das ein Jahr später mit besseren Spielern verlieren sie. Ja, da hat ja auch Wolfsburg. Stimmt, da war Wolfsburg besser. Eingekauft genug. Das hätte ich niemals gedacht hier. Ich schon. Aber ich habe eigentlich gedacht, der Naldo oder wer das war, der fällt sich bei wenigstens ab. Du sagst immer, du weißt. Du weißt schon. Das wirst du nie. Du sagst immer nur, du weißt, wenn es auch gefallen ist. Niemand was anderes beweisen. Das will ich nicht. Warum hatten wir die Nummer 3? Er hat schon immer die Nummer 3, Bentner. Lauf, die Bräune. Der heißt ja nicht umsonst Lord Bentner von allen genannt. Der ist von allen. Von mir nicht. Nee, halt von allen Fußball, also nicht auch von Wolfsburg-Fans. Der so. Wird allgemein Lord Bentner genannt. Das macht er nicht. Ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber der ist halt so inner wie bisschen so ein. Alter, was war denn das für ein Schuss? Sag ich auch. Der war ja ultra lustig. Kabelböwe, Unity Media. Ich hab gehört, Unity Media soll gut sein. Ich not so gut. Glücklicherweise benutzt es niemand von uns. Besser so. Ist doch besser so. Sonst wird man gedrosseln kriegen. Das stimmt. Das wäre sehr schade. Obwohl es eigentlich egal wäre. Also für die Aufnahme. Müssen wir halt 20 Jahre voraus aufnehmen. Wäre auch mal cool. Geht's dann so wie bei Hansi Küpper. Also auf einmal am Mikrofon schlechter geworden. Schieß doch! Oh nein! Hey, das wird kein Elfmeter. Doch. Echt? Nee, doch eigentlich nicht. Ah, auch da müssen wir mal gucken. Kiel. Okay. Perišić. Auch der arme ey. Perišić, wie er immer sagt. Hab ich extra Perišić. Oh. Eingewechselt, dann wird der auch noch. Also das war vor Millimeter. Scheiße. Scheiße. Wird das direkt versuchen? Macht er. Schießt das direkt rein. So. Zack, Tor. Das könnte die erste richtige Alter, ey, damit hat ich aber auch nicht gedacht. Ich hätte noch abgehört. Ich auch nicht. Er versucht's alleine. Oh. Ey, was ist denn das? Kann sich da unten mal bitte jemand freilaufen? Ne, macht keiner. Ach so, ich hab ja einen Tür weniger. Der, ey. Genuan. Schön, das G ist stumm, das zweite. Genuan. Nee, das D. Genuan heißt ja, glaube ich. Genuan. Genau. Oh, das ist so schwierig. Oh, das hab ich gar nicht hingestellt. Schade. Oh! Was ein Freischuss, ey. Da hast du Glück, dass ich ihn hingestellt habe. Das stimmt. Der wäre, glaube ich, sonst nicht reingekommen. Nee. Also, ich finde, ich hätte die... Ah, ja, länger weg. Nee. Nee, nee. Das ist jetzt, wenn es irgendwie...
die Zahlen von den Wolfsburg zu groß sind. Die sind viel zu klein. Ja, das stimmt. Ich weiß aber nicht, ob die echt auch so sind. Oh, nochmal hier. Schöne, ey. Watten. Boah. Ist halt Schweizer. Ist halt Freistoß-Profi. Ich mag jetzt eine Kategorie. Ich bin noch nie aufgefallen. Noch nie. Da habe ich vergessen, ihn hinzustellen, ey. 120 Stunden PS, ich achte mal, dass die Hose noch hin. Ich weiß, dass du bei den letzten PS-Aufnahmen gehört, dass es Schweiß runtertropft. Ja, ist mir auch nie aufgefallen. Noch besser, das ist ein 14, sah zum Schluss echt verdammt realistisch aus, dafür, dass es so ein Kackspiel war. Egal, cooles Spiel, das Hauptsache sieht gut aus. Oh, kennt Mann! Man, kennt man ja bei anderen Spielen, die gut aussehen, aber scheiße sind. Wie zum Beispiel Kreises. Die Kreises geht ja noch außer. Bitte Köpfe! Oh, was war denn das für Wetter für eine Scheiße, ey? Kiel! Wenn das ist, wenn das der Siegtreffer war. Was war denn? Ich treffe jetzt noch 20 Mal. Ey, was war denn das für eine sinnlose Scheiße? Kommt keiner dran, auf einmal geht Kuller der Ball vor. Ja, das habe ich auch gedacht. Was war denn das hier? Man kann. War schön reingedreht. Da müssen wir noch mal, gucken. Der kommt auf die Schulter von Rodriguez oder was? Ja. Schulter von Rodriguez und Kehl. Eigentlich hätte das der Hand gegeben. Ja. Da werden nämlich schon mal Elfmeter. Aber Hand gibt's in PS nicht. Das stimmt leider. Das war es, eine kleine Verbesserung, die dann 2016 hoffentlich kommt. Und mehr Lizenzen, liebe Zuschauer. Warte doch gar nicht. Ey! Das ist der halt nicht mal Vorteil gegeben, gell? Nö. Nee. Sie hat einen Pisscheck gelb. Herr Gündogan hat gelb gekriegt im Kiel, oder nicht? Anscheinend nicht. Mann! Pierre Björn. Pierre. Achso. Wann sagt der den Vornamen? Der ist Pierre Mbarik Aubameyang. Ja, ey, Pierre ist auch ein bisschen besser so Name eigentlich. Nur ein Festhalten. Das stimmt allerdings. Oh, was ist denn? Könnt ihr mal aufhören, andauernd euch tunneln zu lassen, die Wolf. Guck mal, da oben links sitzen die ganzen Presse-Leute. Ey, Kalbe schießt immer links vorbei. Naja. Das hat er sich mal gelernt. Also ich dachte, okay. In Slowenien oder was? No. Oder bei Red Bull Salzburg. Bei Red Bull Salzburg. Achso. Der hat immer versucht, das auch nicht. Und der da irgendwo hinschießt. Ich denke immer, okay, ich schieß mal präziser. Vielleicht stehen die Tore in Salzburg weiter links in Österreich. Okay. Alter, meine Spieler, hallo, oh! Könnt ihr mal was machen? Oh, ey, da geht niemand dran. Ich glaube, ich habe mich bei dem letzten Spiel, mit dem ich Wolfsburg gespielt, auch schon aufgeregt, dass die nichts können. Nervig ist sowas. Wenn da drei Spieler auf dem Ball stehen. Ach, Leute, was machen wir denn heute? Das war ja erstmal Fail von dir. Na, was ist das für ein Pass? Jo. Dann nochmal zum Gegner gepasst. Ja, der macht nix, der macht nix, der macht nix, der macht, da kann keiner was. Wir stehen alle da. Was ist da? Och, Ball und Gegner, ey, ich finde das. Ob das nicht schon die Vorentscheidung ist? Ehrlich, ja, das vorbei. Dann dürfte es das schon gewesen sein. Diese Satanzi O. Hansi hat ja auch einen Plan. Wo ist denn mein Mittelfeld? Nicht vorhanden. Oh! Boah! Kampel! Hey, oh, war das nee. Eine voll aufgeladene Flanke, gell, von Kampel? Logisch. Die Pässe, ey, es wird immer besser. Ich muss Pisscheck aus, ey, der hat gelb. Ey, ich muss die ganze Mannschaft, eigentlich die ganze Verteidigung auswechseln. Knoche, wer ist denn Knoche? VS, ey, da kommen wir jetzt mal hier Lopez rein. So. Ja, aber ja noch, wer ist denn noch schlecht? Gündogan muss auch raus. Luis Gustavo habe ich in dem ganzen Spiel noch nicht einmal gesehen. Machen wir mal hier Sekulin rein. Auch wenn er nur 6 hat. So, gut, reicht das. Meine gelben defensiven Mittelfeldspieler und Verteidigung musste raus. Ja. So, jetzt aber noch ein neues. Ist so. Auf geht's zur zweiten. Fängt schon mal gut an.
Lässt der Rentner sich erstmal einen Ball abnehmen. Was hast denn du? Oh, Felipe Lopez. Den hab ich. Der arme Luis Gustavo. Der hat bei mir, der war geführt nie am Ball. Ja, das ist auch defensiver Mittelfeldspieler. Guck, Senguin war jetzt direkt am Ball. Ja, außerdem, guck mal, du hast 3 Tore, da müsste ein defensiver Mittelfeldspieler vielleicht ein, zwei Mal schon am Ball gekommen sein. Oh! Fein, wechselst du alle aus, außer den schwächsten Bender? Ja, für wen denn? Ne, was das? Der wird auch noch angeschossen. Ne, und? Guter Stauer muss aber auch angeschossen werden, das schafft Bender nicht. Ey, komm. Was ist das? Das ist der dritte Gelbe, muss das geben. Gibt's auch. Hummels. Das war Bike, ich spiel's jetzt auch nicht, was der da hat. Ja, meine Stürmer werden nur umgekriegt. Der arme Stürmer, ey. Ich hätte so gratis hin. Keine Stürmer. Wieso schießt denn? Achso, das war gut. Ja, da soll er nicht schießen. Oh! Zweites Freistoßtor von Rodriguez. So. Halt die Fresse. Ey, den wollte ich mir immer kaufen bei mir, aber das Problem ist, Link ist Verteidigung ist jung und der hat bei mir jetzt auch schon 80. Und der kostet Schweinegeld hier, Ablöse, was weiß ich, 12 Millionen. Ja, das stimmt. Aber guck mal, da kommen solche Freistoßen. Ey, wieso kommt der nicht dran? Weil der Freistoß ja viel zu gut geschossen war, ey. Wo ist er denn? Ah, hier. Das sieht man jetzt eh nicht, weil 1000 Spieler davor stehen. Macht ihn nicht. Nee. Zwei Tore, drei Freistöße, zwei Tore, das ist ja mal... Hey! Ja, ist so. Damit fällt das Siegtor von Kim schon mal weg. Was? Boah. Alter, Bentner, ey, was ist denn? Du lässt ihn doch drinnen. Ich bin fast eigentlich schon. Ich bin halt drinnen lassen. Das ist schon alles faire Mittel. Du Bräun habt doch nichts gemerkt. Ey, der Kehl! Schießt halt kein Siegtor, aber verhindert. Das Gegentor. Und doch, der Bräun war schon ein, zwei Mal am Ball und wollte mal Pässe geben. Aber da hat es am Bentner gefehlt, der es mir irgendwie minimal freigelaufen hat. Caligiuri hat bei mir bisher kurz auch nicht gemacht. Aber gut, das ist einmal am Ball oder so. Oh, Kampi! Der Naldo, ey, der... Oh, warum läuft der am Ball vorbei? Obwohl ich wegschieße, drücke. Warum läuft die Lusche am Ball vorbei, ey? Och, du Scheiße, ey. Kampi hat schon hoch im Team. Oh. Grauenhaft. Aber das ist Siegdeutsch von Kampi, war. Ja, zu einer Verteidigungsarbeit. Ich habe mir überlegt, wechsle ich den Naldo noch aus? Nee, vielleicht nicht. Hätte auswechseln. Kann jetzt noch auswechseln. Ja, guck mal, was soll denn das? Ich lauf vorbei. Oh, schade. Willst du auswechseln? Nee. Oh, ist das traurig. Hast du schon aufgegeben? Ja, na, was willst du machen, wenn deine Verteidigung nicht mitspielt? Und dein Sturm auch nicht. Ich hab's gar nicht gesehen. Und nochmal gelb. 40 gelbe Karte in dem Spiel. Sehr, Shahin, das ist jetzt nämlich genug an mit Gelb-Rot gewesen. Uli, Uli. Uli, Uli, Uli. Ich hatte ihn nicht zugehört, hoffe ich doch. Das wird doch nix. Oh. Oh. Schade. Bentner! Oh mein Gott, was kannst du überhaupt? Ich hätte was das drin gehabt. Ja, das stimmt. Oh ey, Bentner ist... Geht sich auch nicht. Wenn ich den drin hab... Jochen, Rätsel. Ja, kann der überhaupt irgendwas? Der kann ja nicht mal passen. Ne, du wolltest ja unbedingt drin haben. Ja, bei, wer ist denn da normalerweise drin? Bastos. Ja, kann ich noch weniger leiten. Auch nicht. Muss man sich zwischen unsympathischen Spielern entscheiden. Der mit dem... Besser... Hallo? Hat der mit mehr Sympathiepunkten gewonnen, kann aber nicht Fußball spielen. Das stimmt. Ja, Leipzig sagt, wenn Wolfsburg auch überhaupt kein Fußball spielen. Auch Benaglio hat gehalten. Ja, der ist der Einzige und Rodriguez. Und die alten Schweizer halt. Der ist so.
Guck mal den Rodriguez an. Oh, Alter, De Bruyne, lauf doch mal frei ein bisschen. Kamel spielt auch echt wie eine Straftablette, der hat kein einziges Mal frei gelaufen. Aber stand am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Ja, was heißt richtiger Ort? Der Ort war auch falsch. Wenn da Naldo dran geht, ist der nicht im Tor. Weil der einfach viel eher schneller am Ball gewesen wäre. Aber wisst ihr, wie es ist. Das war jetzt sehr schwer noch, hätte ich. Ja, er ist schon ein ganzes Spiel schwer. Ich sag doch, mit so einer Mannschaft erreichst du nicht viel. Ey, ich habe gut mit Wolfsburg gespielt. Gegen wen? Nee. Dortmund. Hast du auch verloren. 2-1. Nee. Klar. Doch, noch 90 Minuten. Ja. Nee, oder war das... Ich hab keine Ahnung. Ich glaube, du hast... Nee, doch, du hast... Ja, stimmt, mit Aubameyang. Das wird schon. Das stimmt, du hast 2-3 mit Aubameyang. Lauf da hinten, Bräune! Bleibt ja stehen, gell? Okay. Du musst da äußerste Verteidiger anlaufen. Ja. Absprache in dem Team ist auch Oh, Moment, heute. Gute Stellungsspiel, gut geklärt. Jetzt springt er da mit dem Ball nach vorne. Ey, das ist grauenhaft. Da muss sein Mittelfeld mit De Bruyne irgendwie im Sturm was machen, weil der brennt noch nicht drauf. Mal gucken, ob Kloppo am Bossigplatz fahren darf. Sicherlich. Ich meine, die Chance besteht. Das ist noch 2 Tore schieße. Ah ja, aber kann passieren. Wird aber auch nicht alles. 95%. Also der Bentner entscheidet sich mal dazu, Fußball zu spielen. Und der Naldo. Und? So, jetzt hast du deine Chance, Bentner. Ach, der lässt sich auch steuern wie so eine Schlaftablette. Oh, ich hab schon gejubelt! Oh, nee. Ey, Benaglio. Das ist echt ein klasse Torwart. Das stimmt. Also ey, der Nachschuss, der hat jeder gedacht, der geht rein, oder? Tja, Benaglio hat nicht gedacht, der geht rein. Hat der jetzt auch gedacht, der geht rein? Ja, eigentlich schon. Alter. Eigentlich schon beim ersten. Echt? Ich frag mich aber, wieso deine Spieler zu frei vor das Tor kommen. Wo ist denn da meine Verteidigung, die irgendwie mal deckt? Nicht vorhanden, irgendwie. Nee. Weil guck mal, die stehen ja Travi. Mannschaft. Das stimmt. Ich weiß gar nicht beim neuen Update, wo die Uhrzeit steht. Die steht jetzt nicht mehr mit vorne drauf. Echt nicht? Da stehen jetzt die Nachrichten, die du gekriegt hast. Genau. Was? Tschalala. Komm, den kriegst du. Oh, der Bräune nicht vorbeilauf schießen. Oh, die Spieler, ey. Somit hat den DFB-Pokal. Es hätte rein theoretisch 3-3 stehen können. Hat's aber nicht, weil Spieler Naldo am Ball vorbeiläuft und Spieler De Bruyne am Ball vorbeiläuft und nicht aufs Tor schießt. Schade, Wolfsburg, unverdient. Wenn sie gewonnen hätten, verdient das Dortmund gewonnen hat. Wenn so auch in echt ist. Das stimmt. Ist es so auch in echt. Gut, danke fürs Zuschauen. Das war eine der letzten 3 Orakelfolgen noch, wenn ihr wollt, dass wir Major League Soccer, japanische Liga, englische Liga, französische Liga, was auch immer, orakeln. Schreibt es in die Kommentare. Weil die deutsche, alle deutschen Ligen und Pokals sind jetzt vorbei. Dann danke fürs Zuschauen. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.